Samstagmorgen, der 3. August und somit seid herzlich gegrüßt hier aus Luxemburg. Schönen guten Morgen aus Luxemburg. Wir sind, ich muss Hochdeutsch reden, machen wir heute auch in Hochdeutsch. Ich hatte schon mal ein Video von dem Müllertal Trail auf Luxemburg gemacht, da machen wir heute Hochdeutsch. Ja, wir sind heute in Echternach gestartet, Müllertal Trail, Route 2, bin nicht allein, bei mir ist der Christoph. Hallo, ich grüße euch. Lori rennt auch da vorne rum, hat jetzt gut getarnt. Ja, wie gesagt, wir machen die Route 2. Es gibt 3 Stück vom Müllertal Trail, sind alle etwa gleich lang, haben alle etwa 38 Kilometer und ja, so plus minus 700 Höhenmeter. Gibt einiges zu sehen, nicht nur Matsch, aber matschig ist es trotzdem. Hier waren noch schwere Unwetter gestern Abend, überall sieht man, wo das Wasser runtergelaufen ist. Ja, wird sehr voll werden nachher an den Hotspots, aber nur an den Hotspots. Weil die meisten fahren ja zu den Parkplätzen und laufen dann zu diesen Sehenswürdigkeiten. Man wird das wie hier, wo wir jetzt sind, ist auch kein Mensch, relativ ruhig sein. Ja, wir sind gerade losgegangen. Wetter ist eigentlich ganz gut, aber schwül, so ein bisschen schmierig irgendwie. Ne? Ja. Ja, wir werden es schaffen. Die Route hier habe ich nur zur Hälfte bis jetzt gemacht. Den Trail 1 habe ich schon mal ganz gemacht. Ist von Höhenmetern der steilste. Der hier hat auch so etwa 700. Aber ist ja nicht so viel auf knapp 40 Kilometer. Gut, wir gehen jetzt hier mal los. Und wir melden uns ganz sicher nochmal. Denn hier gibt es viel, viel schöne Sachen zu sehen. Bis später. Da ist vor kurzem ein dicker Baum umgestürzt. Da kann man sehen, dass so Riesenbäume nicht mehr viele tiefe Wurzeln haben. Mein lieber Junge, wo ist denn der Baum? Gucken wir uns den mal an hier. Der liegt. Was ist das für ein Baum? Ein Buch. Oh, was für ein. Das hat gut gekracht. Aber für so einen Riesenbaum, die Wurzeln ist kein Wunder, da ist ja nichts mehr. Viel zu kurz die Wurzeln. So, schnell weiter hier. Vor dem nächsten Umfeld. Oh, der Wald hoch. Ja, die ersten Felsen tauchen auf. Schön. Und die erkenne ich auch noch gar nicht, weil hier war ich noch nicht. Oder? Das ist manchmal schwierig, aber ich glaube nicht. Mit heute Motto, steil ist geil. Der Satz gilt dies Jahr für mich nicht. Steiles Moment einfach nur ungeil. Ja, geht. Läuft ja einigermaßen. Ja, hier sind die Wege wieder gut begangen. Heute zwar nicht, aber man sieht, wo die Leute laufen. Ja, Matschpassagen werden wir heute noch einige kriegen. Es gibt ja diesen Sommer eigentlich keinen, ja, fast keinen Tag im Wald, wo trocken ist. Also habe ich bis jetzt dies ja noch nie erlebt, weil immer irgendwie Regen ist. Hier ist gut knitschig, gut matschig, sag mal so. Aber wir werden es schaffen, da gehen die neuen Schuhe mal richtig weit. Oh, müssen wir durch den Bach? Nö, hier nicht. Ausschütteln, nicht hier. Macht er noch? Ich habe gesagt, nicht hier. Abschnitt, den kenne ich jetzt. Da habe ich schon öfters abends nach Feierabend so unten gemacht. Dann geht es jetzt ein gutes Stück bergauf wieder. Eine ähnliche Kulisse wie beim Ultramarsch Dresden, der ja demnächst stattfindet. Aber leider ohne mich, leider. Das war man doch zu weit. Ich habe mich dann für die Donauwellen entschieden. Der Kuchen schmeckt eh besser. Donauwellen. Ich hoffe, den gibt es da. Der wird wahrscheinlich nicht geben am VP, weil da ist Sahne drin. Da können wir schlecht am VP aushändigen. Ja, wir sind halt bei Kilometer 8 ungefähr und es ist erstaunlich ruhig hier gerade. Wir sind ganz wenige Menschen unterwegs. Das wird sich am nächsten Ort jetzt mal wieder hochzeitig ändern. Da kommt jetzt ein Hotspot, wo ein Parkplatz ist. Ja, aber im Großen und Ganzen sieht wahrscheinlich heute gar nicht mehr so schlimm aus, wie ich vermutet habe. Ja, ganz später am Schießentümpel und so, da wird es wahrscheinlich
Da ist die halbe Welt vertreten, aber macht nichts. Haben wir schon so oft gesehen. Aber hier ist ruhig. Oh, da ist wieder ein Baum umgefallen. Da muss man nur gerade ein bisschen klettern. Yes! Hey, wir haben gerade gesagt, hier ist eine Passage, hier hörst du gar nichts. Mal ran, stell mal hin. Ich wollte gerade sagen, hör kein Vogel, ist irgendwo so ein oder wie heißen die mal? Aber sonstige Vögel, ganz ruhig im Moment. Ob die auch so Schlafenzeiten haben, keine Ahnung. Man hört nichts. Wasser ist auch keins drin. Hier ist sogar kein Bach. Doch. Das ist zum Beispiel jetzt komisch. Es hat so viel geregnet, ne? Wieso ist der Bach da auch fast trocken? Das verstehe ich jetzt dann auch nicht ganz. Ganz wenig Wasser nur drin. Okay, weiter geht's. Hier steht eine giftige, ist das so eine Eibe, heißt nicht so. Kannst du gut Hirsch draus kochen. Du trinkst doch nur einmal. Als wir losgegangen sind, das war so dunkel, hast du gemeint, gibt hier eine Menge Regen. Und jetzt blinzelt die Sonne hier irgendwo zwischen Bäumen durch. Herrlich. Du kannst da reinspringen. Hat nicht gesehen. Guck mal. Da kommt der Tunnel, da bin ich schon durch. Ne, wo ist denn der Tunnel? Ah ja, da bin ich öfter schon durch. Gehen wir heute mal nicht durch. Das ist ein kleiner Tunnel, wo Wasser läuft. Kopf einziehen, dann kann man da durch. Aber hinten geht es eh nicht weiter. Bleiben wir auf der Strecke. Da gibt es wieder schöne Felsen zu sehen. Herrgottskap. Herrgottskap. Ja gut, Herrgott, das ist der Herr sozusagen, der Gott. Kap. Kap. Ah, die Kap, ja, genau. Jetzt muss ich gerade lehnen, ey. Kap. Das ist der Kap. Das ist wie ich der Kap, ja? Aber in unserer Eifel hast du Mütze. Ja, aber ich such der Kap. Ja. Ah, du meinst die Mütze ist es? Nee. Der Kap, hier den Dallas. Ist der Kap, bei uns ist die Mütze. Ja. Ach so, ja. Das wäre schön VP-Bench. Aber ich mache auch keinen Pause. Ich muss doch gleich mal irgendwo eine Müsli-Serie rüberessen. Ich habe morgen schon Brötchen gegessen, aber wir haben ja Mittag. Wir haben schon gleich Mittag, ne? Ja. Mein lieber Junge. Nach der Kunststoff am Mittag. Ja. Gut, schon Kilometer geruppt. Hey. Ja, hier ist wieder schön bergauf, aber das ist herrlich. Es ist wirklich bis jetzt sehr, sehr wenig Betrieb. Ja, es wird nachher noch ein bisschen mehr werden. Auch so Mittagszeit, Nachmittag, wo viele ausrücken. Aber bis jetzt die ersten 10 Kilometer gut. Sehr, sehr entspannt, was Touristen betrifft. Die sehe jetzt eh in der Mittagsstunde alle am Essen. Ja, ich weiß nicht, gerade nicht, wie viele Kilometer wir haben. Ich denke so 12 irgendwas. Und es geht wieder leicht bergauf, aber sehr entspannt. Ein paar Stufen gerade. Und es ist immer noch himmlische Ruhe. Vögel scheint es hier nicht zu geben. Sind bestimmt überall in den Felsen verkrochen. Haben die sich. Oh, ist auch fast schon Mittag. Muss ich ja mal schön Plätzchen suchen, für ein kleines Päuschen zu machen. Da gibt's Wanderpampe, gibt's nicht. Ah, haben wir heute keine Mache, Wanderpampe. Guten Abend. Grüße nach Mazedonien, an Sebastian. Mazedonien. Er weiß, wo er ist. Grüße auf jeden Fall. Heute Abend gibt's Wanderpampe vom Grill. Genau. Mhm. Gibt den Oma Paulas Wanderpampe. Kartoffelsalat. Kompatsalat. Das Eifler Wanderpampe, die filmen wir dann auch. Ja. Es sind auch viele Leute unterwegs mit Gepäck, also die übernachten. Und hier sind natürlich schon schöne Plätzchen. Ich gehe mal von außen, dass da schon öfters einer geschlafen hat. Hier hast du dann Ruhe abends. Da kommt keiner mehr. Ob das erlaubt ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber was soll passieren? Verhaftet können sie uns ja auch nicht. Aber wir übernachten hier eh nicht. Wir fahren da schön raus heute Abend. Jetzt kommen wir mal ein bisschen aus dem Wald raus. Bis jetzt waren wir nur im Wald. Hier ist mal ein bisschen frei und die Sonne versucht sich auch durchzudrücken. Ja, wir werden gleich mal irgendwann ein kurzes Mittagsründchen machen. Mittagsründchen ist gut. Mittagspäuschen machen. Muss irgendwas mal futtern. Ich muss, du hast Hunger. Da vorne, der treibt ja auch. Ich komme kaum hinterher die ganze Zeit. Ne, jetzt mal ernsthaft. Ich merke schon in den Steigungen. Also da hänge ich wirklich. Kommt zwar nach, aber ja, bei mir ist dies ja nicht so wie sonst. Kann noch besser werden. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder laufen kann. Ja, solche Wege gehen mir heute. Guckt ihr das hier mal an, wie hier aussieht. Premium-Wanderwege.
Jetzt ist ich in den Patsch geschmissen. Und hier gibt es auch keine Auswahlmöglichkeiten. Ich stecke mal jetzt am Wasser in das Wort in der Scheiße. Oh, die gut Schuh. Die gut Schuh. Ramontisch. Uiui. Ja, Kilometer 14. Jetzt sind wir das erste Mal in der freien Natur ohne Wald. Und die Sonne scheint sogar herrlich. Aber es ist auch sehr schwül. Sehr schwül ist. Weiter geht's. Ich krieg Hunger so langsam. Der gönnt mir keine Pause. Hier sind zwei Fahrräder rum. Dick E-Bike. Hier ist kein Mensch zu sehen. Die sind zwar jetzt aneinander gebunden, aber ich würde mein Fahrrad hier nicht so stehen lassen. Das steht fest. Da brauchen wir nur hoch. Na gut. Ich hab gerade gemeint, was ist das? Da muss ich in der Fahrrad. Hier ist bestimmt nirgendwo ein Mensch zu sehen. Gut, die Gefahr, dass die geklaut werden, ist sehr gering, weil keiner, der hier wandern geht, hat irgendwie einen Bolzenschein dabei und hat die Absicht, ein Fahrrad zu klauen. In der Stadt ist die Gefahr definitiv größer. Ja, schön hier. Ja, wir steuern jetzt mal auf die Kohnstoffer Mühle zu und da werden wir mal ein Päuschen machen. Es sind immer noch 3 Kilometer. Viele Passagen hier, wo Bäume umfallen. Ja, es war doch wieder ein bisschen Unwetter. Aber es geht schon durch. Irgendwie. Aber menschenmäßig immer noch ganz, ganz ruhig. Vereinzelte Krüppchen kommen sie entgegen. Jo. Wird mir aber noch definitiv mehr werden. Bin ich mal sicher. Ja, Kilometer 17. Das Mittagspäuschen will verdient werden. Wir müssen hier noch mal ein bisschen bergauf laufen. Aber alles relativ entspannt. Bis gleich. Hallo, Oma. Der will keinen Pause machen. Was ist das? Ja, im Winter gibt es Nachschlag, Nachschub. Ich habe kaum noch Steine. Also im Sommer keine Mal. So, wann kommt denn endlich die Mittagspause? Ich habe Hunger. Jetzt kämpfen wir uns erstmal durch die Felsen. Ah ja, Deutschlands engster Wanderweg. Nur ist nicht in Deutschland. Sonst wäre es vielleicht der engste. Da muss man ganz schön aufpassen, da kommst du ruckzuck an. Ja, ja. Ne? Ja, das wäre eine schöne Ultramarschstrecke, das hier. Nur wird man wahrscheinlich nie genehmigt kriegen, gehe ich mal von aus. Kommen jetzt ein paar enge Passagen gleich rein. Da soll eine sein, die gerade der dunkel ist, schakalisch dabei. Voll Profi halt. Geht jetzt ein bisschen hoch. Ein Handlauf aus Wasserleitungen. Und nicht schlecht. Kommen jetzt die Menschenmassen. Ja,
hier. Oh, breit darf man hier nicht sein. Oder nicht? Ja, ist dunkel. Flori! Nein! Hey! Flori! Also jetzt reicht es. Ja. Ja, jetzt haben wir das Licht angemacht. Ohne Licht wäre hier dunkel, würde ich sagen. Und dann Treppe hoch. Mein lieber Mann, hier ist aber jetzt ganz schön eng. Aber cool. Puh. Ulrik, hier ist so eng. Der wird noch enger. Noch enger? Ja, und tiefer. Jetzt wird es noch mal Licht hier. So, da gibt es noch eine Passage, die soll noch enger sein. Da drin ist eine Luftfeuchtigkeit, da kannst du schwimmen. Hallo? Attention, wrong way. Ja, aber wir können uns auch nicht schummeln. It's a one way. Dann kommen die Leute ja von anderen Richtungen, obwohl es ja eine Laufrichtung gibt, weil er es zurückgehen hat. Ja, man sollte durchlaufen lassen. Da geht doch nichts, da muss man zurückgehen. Ja, es gibt ja eigentlich eine vorgeschriebene Laufrichtung, aber das interessiert dich auch kein Mensch. Wir sind auf der richtigen Richtung unterwegs. So. Das heiße Felsen auf Dallas Feld, da hast du auch gepackt. Ich kann die Runde nicht für Leute empfehlen. Mit Platzangst. Die kommen hier gar nicht durch. Wie eine Gazelle. Was ist hier in Luftfeuchtigkeit? Ja, Wahnsinn, ne? Ist nasser wie unter Wasser. Hast du kein Schneeschmittel oder wie? Nee. Ja. Boah, ist das hier so feucht. Das habe ich schon nicht gesehen. Besser ist das. Ich frage mich, wie die Wege hier entstanden sind, hier zwischen. Ja, ja, eine muss ja mal den Mut gehabt haben, da durchzurennen. Ne? Ja, gut, ja. Ah, Licht. Mein lieber Junge. Das war jetzt schon ziemlich eng. Also, wenn da viele Leute entgegenkommen von der anderen Richtung, dann gibt es Probleme. Da kommst du definitiv nicht aneinander vorbei. Da muss einer zurückgehen. Ja, wir sind jetzt zurückgegangen. Wir waren jetzt ein bisschen einsichtig, aber ja. Okay. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr Platz. Heißt nochmal so eng. Ja. Mein lieber Junge. Ich gleich nochmal, hier müssen wir wieder auf den Weg. Hier muss man wirklich die Schultern schmal machen, mein lieber Mann. Okay, komm. Uiuiuiui. Seitlich springt auch nichts. Da ist der Rucksack hinten auf dem Buckel. Ja, funktioniert. Also war schwer draußen. Alles gut. So, Kilometer 20 VP, das ist wie beim Ultramärchen oder bei den anderen Märchen. Passt nach 20 Kilometern, war auch jetzt anstrengend, was jetzt da dazu? Aber. Ja, jetzt auch wirklich noch ein bisschen Hunger. Die Felsen waren jetzt auch, ja, ihr habt gesehen, schon teilweise ziemlich eng und dunkel. Da darf man keine Platzangst haben. Ja, wir machen jetzt mal kurz Rast hier. Gibt lecker, guck mal hier.
Brötchen, ja, ist normal Schinken drauf. Ich esse keine Wurst mehr, aber Schinken esse ich noch. Und lecker Oliven. Die schmecken vom Zug. Ich mache keine Werbung, aber die gibt es in einem großen Discounter hier in den Tüten. Kannst du wunderbar mitnehmen. Die schmecken sehr gut. Hm? Und durch Cola trinke ich eigentlich auch nicht, aber auf Märschen brauchst du ein bisschen Energie. Und als Nachtisch habe ich noch einen Riegel. Das weiß ich noch nicht. Erstmal Brötchen. So, Mahlzeit. Wir melden uns gleich wieder. Herrlich. Hier im Park ist zwar viel Betrieb. Auch gleich beim Schießen wird viel los sein, aber auf dem Wanderweg und sich alles ziemlich entspannt. Mahlzeit. Warte hier. Und wunder, dass ich einmal unter dem Rucksack eine Pfütze ist. Das ist mir diese scheiß Trinkblase. Ich sage jetzt den Namen von Salomon. Dieses Drecksding. Wollte ich schon tausendmal austauschen. Hier, wo man dran saugt. Da stellst du den Rucksack drauf, wenn du hier bist, und dann hier läuft die aus. Jetzt habe ich ganz wenig Wasser noch und hier auf dem Weg gibt es auch leider nichts zu kaufen. Da kriegen wir jetzt eventuell Probleme. Es gibt auch keine Notreserve mehr. Ein Liter habe ich noch. Aber es sind noch 20 Kilometer. Wir finden irgendwo noch Geschäft. Hoffe ich mal. Eins wissen wir, das sind auch noch locker. Ja, das sind noch ein paar Kilometer. Hoffen wir das Beste. Junge, Junge, Junge. Die Trinkblase heute Abend, vielleicht schmeiße weg. So, Schluss jetzt. Ja, Kilometer 23, wie man sehen kann. Der ganze Wanderweg hier von 38 Kilometern besteht wirklich zu 90% nur aus Singletrails und Wurzelwegen. Also, wer solche Pfade hier mag, der muss ins Müllertal. Da ist nichts mit breiten Wegen. Kommt natürlich auch nicht so schnell voran. Daher braucht man für so eine 38 Kilometer Wanderung schon ein paar Stündchen. Aber es geht ja gar nicht um Tempo hier. Man muss auch wirklich überall aufpassen. Man ist so schnell ausgerutscht. Ja, eben gab es schon einen Einsatz auf der Strecke hier. Mit Krankenwagen und Feuerwehr. Da ist irgendjemand wohl ein bisschen gestürzt. Ich bin eben noch schon zweimal fast wirklich geflogen. Gut. Weiter geht's. Die Menschen werden noch so ein bisschen mehr, so langsam. Aber es geht. Schaut schon mal vorgestellt. Ja, das geht halt eben dauerhaft hier. Solche Wege, das geht schon in die Knochen, man merkt es. Zwickt an Stellen, die normalen Wegen nicht zwicken. Am Schießentümpel, genau, da habe ich mir gedacht, da ist natürlich um diese Uhrzeit Massenauflauf. Ich versuche trotzdem noch eine Aufnahme zu bekommen von unten irgendwie, aber filmen ist hier nicht viel. Das sind ja einfach zu viele Leute, da muss man morgens hin im Moment. Aber ich versuche trotzdem eine Aufnahme zu kriegen gleich vom Wasserfall. Lori geht baden. Und wie gefällt es Ihnen hier am Schießentümpel? Super, wa? Alpha, mega Naturschauspiel. Jawohl. Die hat auch gefallen. So, aber leider haben wir keine Zeit. Unser Weg ist noch weit. Weiter geht's. Noch 50 Kilometer über Pfade. Das ist noch anstrengend. Aber wir schaffen das.
Höhenmeter 27. Jetzt haben wir ein paar Höhenmeter hinter uns. Christoph hat eben einen Krampf gekriegt in der Steigung. Aber das geht jetzt wieder, oder? Absolut, wieder alles geht, gut. Geht wieder, alles klar. Ja, das hier sind wirklich Wege, das kann man schon als anspruchsvoll bezeichnen. Ne? Auch wenn nachher nur 36 Kilometer sind. Also du hast also wirklich nur noch nur so Pfade mit Steinen. Also das schon, du spürst nachher jede Knochen. Weil hier wirklich gar keine Wege gibt, wo du mal normal kannst ein paar Meter laufen. So Waldautobahn oder sowas, ist gar nichts hier. Aber da haben wir uns ja so ausgesucht. Weiter geht's auf die letzten, ja, noch gut 10 Kilometer, würde ich sagen. Da sind wir auch schon wieder zu Hause. Zumindest beim Auto, dann müssen wir ein paar Kilometer heimfahren. Ja, es geht wieder bergauf, es geht wieder bergauf. Was so's, ne? Guckst du hier Felsen? Ja, schon früh auf dem Heer war so aufgeregt. Da man seit 24 Stunden nur durch die Felsen laufen und keine Aussichten gibt. Aussichten gab es auch heute nicht viel. Aber das wusste man ja. Weiter geht's hier, Richtung Baerbock. Da geht mal was Kahles zu trinken. Falls der Laden auf hat, bei unserem Glück hat er wahrscheinlich zu. Felsen, nicht Staatsfelsen. Ja, aber wir sehen nichts anderes seit halb neun. Irgendwann wird es dann langweilig. Muss ich ganz ehrlich sagen. 0,7 bis Baerbock. Gehen wir hier durch, nicht? Nee, geht doch hoch. Also hoch, immer hoch, was sonst, ne? Was sonst? Ja, geht hier hoch. Jo. Geht doch noch über die Hängebrücke hier. Die schwingt sogar. Kilometer 32. Sozusagen die erste Ortschaft, die wir hier sehen. Und erstmal, wo wir wieder Häuser sehen und Licht. Oh, ein Träumchen. Guckst du. Und gehen wir trotzdem wieder berghoch. Wie den ganzen Tag. Zivilisation. Jawohl. Jetzt echt Glück, Trinkblase leer. Gucken wir, was hier gibt. Haben sie auch schon zu spät, sie heilen. So in der Art. Güler. Ah, ich guck mal. Zero, Zucker, Lemon. Da finde ich mir auf jeden Fall was Altes zu trinken. Rosbott ist mit Kohlensäure. Ja, Rosbott. Rosbott ist normal mit Kohlensäure. Da guck mal, was ich hier finde. Schöne Kühlschrank. Hier ist mal VP, wa? Kostet nur was. Der Supermarkt kam gerade recht. Christoph, sein Wasserglas war ganz leer, gell? Ich glaube, bei mir ist auch nichts mehr drin. Ja, jetzt haben wir uns auf die letzte Etappe. Ja, wir haben immer noch, das sind jetzt noch 6-7 Kilometer, aber es geht nochmal durch eine Felspassage. Es sind fast nur noch Felsen. Einmal kurz gestocht, immer noch Felsen. Also die Rund hier zieht sich halt. Mein lieber Mann, jetzt gab noch hier schöne kalte Sachen hier. Du hast nochmal Wasser. Ja, hier Wasser mit bisschen Geschmack. Und noch ein Chai-Cola. Trinkblase kurz auffüllen, dann auf die letzte Etappe noch 6-7 Kilometer werden das sein. Bis später, ich merke mich nochmal. Wie heißt die Höhe noch hier? Das habe ich vergessen. Ich weiß nicht mehr. Höhle halt. Machen wir schon öfters. Normal sind hier 1000 Leute, aber die sind jetzt alle beim Abendessen. Heute Mittag waren sie beim Mittagessen, jetzt sind sie beim Abendessen. Und wir laufen immer noch. Jo. Aber nicht mehr allzu weit. 5 Kilometer, denke ich mal. Tja. Die letzten Kilometer werden die schwierigsten werden hier. Ne? Ich muss Christoph gleich schleppen hier. Ich habe jetzt hier massivste Krampfprobleme, aber auf den Wegen ist das hier kein Wunder. Ja, also ich schnipp aber Christoph. Geht schon wieder. Schüttelt schwer Bein aus, scheint schon wieder zu laufen. Das sind aber noch immer noch gut 3 Kilometer. Ja, der Weg hier hat die Bezeichnung, wie nennt es das? Anspruchsvoll, wie es schwer, definitiv verdient. Jetzt kommt nochmal hier eine enge Felspassage. Jo. Das hat eben durch die Auf und Ab. Ihr habt es gesehen, ab und zu geht zwar die ganze Zeit so steil als Fremden. Das ist schon sehr anspruchsvoll, muss man sagen. Wo die Höhe mit der Garne im Ganzen gar nicht so schlimm sein werden, aber Auf und Ab über diese Steine,
Bad ist nicht so einfach und Matsch. Hier müssen jetzt mal fast die letzten Stufen sein für heute. Puh. Ja, so kann es gehen. Die Krämpfe sind immer noch da. Da zieht sich jetzt. Wir dürfen jetzt immer nur die schönen Seiten hier zeigen. Auch immer, wenn man am Kämpfen ist, ne? So ist es. Gehört alles dazu. Hat jeder schon mal gehabt. Krämpfe. Ich erinnere mich letztes Jahr an den Ultramarsch Dresden, die Treppen hoch. Ich habe oben gemeint, ich würde kaputt gehen. So Krampf hatte ich. Am Haiensau die Höhenmeter wirklich. Das haben wir, das sahen wir schon seit 2 Stunden, aber die endlich müssen geschafft haben. Aber ich glaube, jetzt haben wir es wirklich gleich geschafft. So, Kilometer 37. Davon 35 Kilometer nur durch so Felsen wie jetzt hier. Wir haben da jetzt wirklich gleich. Ich fühle mich allerdings sehr, sehr fit, muss ich sagen. So. Ich könnte jetzt noch 100 voll machen, aber ich hätte jetzt keine Lust mehr. Das wäre das Problem. Ich bin froh, wenn wir jetzt da sind. Also von der Kondition her wäre das jetzt kein Problem. Hier sind wir jetzt in der Wolfsschlucht, glaube ich. Da kann man nur eine Treppe freiwillig hochgehen, um eine kleine Aussicht zu sehen. Da machen wir jetzt auch noch. Und dann haben wir das aber auch gleich geschafft. Mit etwa einer Stunde Verzögerung geplant. Ja, ist noch früh. Wir haben gleich 6:30. Dann sind wir los. Um 9, glaube ich. Ne, 9:30 war es schon. Gut. Ich gehe noch gerade einmal Treppen hoch, ich komme direkt, gell? Ich gehe noch gerade einmal hier hoch. Ich komme, geh weiter. Ja, Christoph geht jetzt gerade aus weiter. Ich gehe noch gerade einmal auf den Aussichtspunkt. Jo, weil er hat wirklich massive Probleme mit Krämpfen. Ja, kein Wunder auf der Strecke. Ich habe komischerweise nichts. Gut, ich gehe noch gerade einmal hier hoch und dann haben wir doch gleich nicht mehr weit. Hier war es freiwillig, hier führt der Weg gar nicht vorbei. Ah. Und das ist Eschener Brück. Ups, da steht das Auto. Stufen, Stufen. Ich habe schon 1000 Stufen hier gemacht. Oder mehr. Ja, wir haben es so ausgesucht. Da ist bei meinem Live drauf. Letzten Meter hier hoch. Da gibt es noch einen kleinen Ausblick. Wo ist der Christoph? Man sieht ihn nicht. Irgendwo in der Schlucht. Eine kleine Betonbrücke. Ist schon weg. Da unten müssen wir jetzt noch hin, in die Ortschaft. Da steht irgendwo das Auto. Gut, weiter kommen wir hier auch nicht. Das ist echt eine Brück. Ah, da unten der Parkplatz, jetzt geradeaus, wo die Autos stehen, da müssen wir jetzt nur noch hin. Geht nur noch bergab. Und da sind wir da. War jetzt wirklich anspruchsvoll. Ich werde noch ein paar Worte sagen. Ich gehe jetzt hier zurück. Ja, die Strecke hat gar nicht mal so viele Höhenmeter. Ich gucke näher. Aber hier die ganze Zeit nur so Steine. Du gehst ja eben 35 Kilometer mindestens nur rauf und runter und über Steine. Oh, die Brücke wackelt. Und die Schlucht, da muss ich jetzt runter, die Treppe nochmal runter. Ja, und dann geht es noch ein bisschen weg ab, dann sind wir da. Das reicht für heute. Also konditionsmäßig ging es noch, aber ich habe jetzt keine Lust mehr. Aus, fertig. Treppe runter, Feierabend. Bis gleich nochmal. Sehen wir noch kurz einmal Eschernlager, aber wir gehen auf die andere Seite, da muss man hin. Der Weg endet ja offiziell in Eschernlager bei der Basilika, glaube ich, weil da gehen wir heute nicht mehr hin. Uns reicht das jetzt. Trotzdem haben wir die 38 Kilometer gemacht. Jawohl. So entspucht und die 40 haben wir noch voll gemacht. Jetzt nochmal die Sauer. Wir sind über 30 km/h.
Kommentare. So, Schluss mit lustig. Wir sind da. Die Schlussworte kommen nachher am VP2. Da erzähle ich euch dann, wo es war. Also, was das für ein VP ist. Christoph ist jetzt froh, wenn wir da sind, ne? Absolut. Bist du an deine Grenzen heute gekommen? Müllertal-Trail Route 2 war heute mein persönlicher Endgegner. ja, gut, war wirklich nicht ohne. Ne? Beine zerschossen, da machst du nichts mehr. Nö. Also komm, Kondition ist okay, aber die Beine sind total am Ende heute. Da hast du ja gleich das Schwenkradler verdient. Absolut. Den gibt es jetzt. Dann müssen wir zuerst noch heimfahren. Wir melden uns daher nochmal. Tschüss. Wir sehen schon ein bisschen erholter aus wie eben. Ist aber auch alles erst, wie wir ankommen, sind 2 Stunden her oder so. Wir waren jetzt nach Hause duschen. Jetzt waren wir beim Christoph gut grillen. Das haben wir jetzt nicht gefilmt, ne? Nö, aber... Wir haben jetzt mindestens 2 Stücke Fleisch gegessen. Ich esse zwar kein Fleisch mehr und eine Wurst und viel Salat. Ja, jetzt geht es wieder gut. Mir geht absolut gut. Kann nur von mir sprechen. Wie geht dir mit deinen Krämpchen? Also, wieder alles gut. Energie ist wieder nachgeschoben. Jo. War lecker essen. Ja, mir geht auch ganz gut. Ja, war anstrengend. Ne? War anstrengend. Also das war... Ja, war nur 40 Kilometer, ne? Aber ja, die Wege halt eben. Ihr habt es ja gesehen. Ja, zumindest ein Großteil davon. Ne? Hat mir heute definitiv gereicht. Ne? Also man kann 100 Kilometer laufen und schaffen. Ja, man kann auch nach 40 Kilometern total zerschossen zu Hause ankommen. Kommt immer auf die Strecke an. Ne? Ja, ich habe versucht, auch Krämpfe zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Ich bin extra noch verlaufen, dann mal ein bisschen leicht unterwegs. Aber ich habe keinen bekommen. Ne? Ja, Christoph hat zu wenig gegessen. Ja. Naja, 3000 viel mehr Kalorien verbraucht, ne? Ich habe zwei Brötchen, du hast nur ein Brot gehabt, ne? Ja, Mittag hat man besser Fleisch gegessen, dann wird besser gelaufen. Für nächstes Mal weiß man, ne? Aber der Müllertal, das ist schon anstrengend, ne? Besonders die Route 2 da, die hat in sich gehabt. Ja. Höhenmetermäßig gar nicht so viel. Gut, gibt wieder zwei unterschiedliche Zahlen, genau. Oh, Garmin sagt 1300, Komoot 780. Ja. Also sagen wir jetzt 1000 waren. 1000, ja. Aber ja, kommt auf die Strecke an. Die ganze war ja nicht ein Weg, wo mal Teer war, nur Buckelpisten und so, ne? Ja, total. Das ist anstrengend. Schön für alle, die so Trails mögen, Single Trails vor allen Dingen mögen. Ja, aber es geht auch auf Dauer irgendwann langweilig. Irgendwann kannst du die Felsen nicht mehr sehen. Ja. Doch, ich brauche die Abwechslung. Ja. Also demnächst gehen wir wieder rund, wo man ab und zu was ein bisschen Landschaft sieht hier. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall zu empfehlen, Müllertal, Luxemburg. Kennen ja auch viele Leute, ne? Auf jeden Fall mal eine Reise wert. Aber nur für die 8. Oder es gibt auch kleinere Runden. Man muss ja die ganze Runde gehen von 38 Kilometer immer. Es gibt auch kleinere Runden. Von Hotspot zu Hotspot, so 10 Kilometer Touren. Machen die meisten Leute, die wenigsten laufen da die lange Runde. So, jetzt haben wir für heute genug gelabert. Jetzt sind wir für heute hier raus. Ne? Geh mal schlafen. Ist doch ein schönen Abend hier. Ja, so, tschüss. Mein Name ist Martin. Dein Name ist. Mein Name ist Christoph. Bis zum nächsten Mal. Gut. Tschüss. Gute Nacht. Und vielen Dank fürs Schauen meiner kleinen Videos. Tschüss.